heute mir so langweilig, ist euch auch langweilig. Aber gleich wird euch nicht mehr langweilig sein, denn jetzt kommt der fast schlimmste Prank, den ich je gemacht habe. Und zwar, ich sage es lieber noch nicht. Lieber seid neugierig lieber. Aber ich werde auf jeden Fall meinen Vater pranken, das ist ja keiner schon mal so an. Und ja, ich freue mich sehr, endlich wieder Rache zu nehmen. Denn wenn er mir Handyverbot oder irgendwas anderes gibt oder Hausarrest, dann kann ich immer schön Rache geben. Papa, bis gleich. Wenn du willst. Abby, du willst also wissen, was los ist. Was wie geht's dir das? Du bist in Wahrheit eine Prinzessin, aber die Erinnerung ist hier. Meinetwegen. Also meine Freundin hat mich heute die ganze Zeit geärgert in der Pause. Und dann ist was Böses vorgefallen. Ich habe sie gebissen am Ohr. Wo hast du sie gebissen? Am Ohr. Nein. Doch. Warum? Ja, Papa, weil sie mich die ganze Zeit geärgert hat. Was hat der Grund zu beißen, sag ich? Ja, aber sie hat mich ja die ganze Zeit provoziert und beleidigt. Du, deswegen musst du nicht beißen, sag ich. Doch, und du sollst ihn jetzt anrufen. Wem denn? Ja, ihr Vater Meier. Meier heißt er? Wo ist die Telefonnummer? Warte, hier. Gib den Zettel. Nee, ne? Du kannst nämlich nicht im Beißen, sag ich. Hier ist sie. Mama, sei mal leise. Mit dem Vater von Sabrina. Sabrina hat mir irgendwas erzählt und ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder. Ja, ja. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie mich mal auch erreichen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob sind Sie schon informiert von allem? Ja, ein bisschen. Dann schildern Sie mal bitte Ihre Lage. Meine Lage? Mein Tochter hat zu mir gesagt gerade, dass irgendwie ein Vorfall in der Schule passiert ist und angeblich, oder hätte sie ihre Tochter am Ohr gebissen. Stimmt das? Also, Hermine, das ist noch ganz nett formuliert. Ja? Ja? Ihre Tochter Sabrina hat meiner Tochter das halbe Ohr gebissen. Was hat sie denn? Sehen Sie das? Ich war im Krankenhaus mit meiner Tochter. Sie hat jetzt halb... Du isst nichts von Brown! Bist du bitte jetzt leise? Bitte. Das ist doch nicht normal. Du isst nichts! Also... Das kann doch nicht normal sein. Sie hat ihr das halbe Ohr abgebissen. Warum? Ja, ich bitte Sie. Really, nigga? Bist du jetzt mal ruhig mit dir? Die gerade Mann jetzt hier. Nein, darfst du nicht. Warum? Warte, ganz kurz, einen Moment bitte, ganz kurz. Du darfst mal. Also, Sabrina, bist du jetzt ruhig? Da telefonier gerade jetzt hier, Mann. Ja, ein kleines. So, also. Schneide dir. Sie hat ihr das halbe Ohr abgebissen. Das halbe Ohr abgebissen. Sie waren im Krankenhaus. Selbst die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Können Sie mir das mal erklären? Wie kommt es zu sowas? Wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß nicht, wo sie herkommen und das dort so geregelt wird, aber bei uns hier wird das nicht so geklärt. Ich werde auf jeden Fall noch zur Polizei gehen. Ich werde da eine Anzeige beziehen. Aber das sind Kinder, Herr Fries. Das sind Kinder. Das ist halbe Ohr ab. Das werden Sie doch jetzt nicht so auf die Schulter nehmen, oder? Nein. Ja, ich bitte Sie, wo sind Sie denn hier? Das ist doch aber, meine Tochter. Ja, ich kann verstehen, dass Sie auch jetzt gerade aufgewacht sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sabrina sowas macht. Das kann ich niemals vorstellen. Nein, dann reden Sie mal besser mit Ihrer Tochter. Das kann doch nicht sein.
In Frage, wohnen Sie hier in der Gegend oder wo wohnen Sie bitte? Ich wohne in Dresden. Dresden! Warte, bleiben Sie nur kurz dran, bitte. Stimmt das aber nicht so, wie Sie gesagt haben? Stimmt das wirklich? Ich weiß gar nicht, warum du grinst, aber jetzt. Nein, weißt du, warum ich grinse? Weil die... Ja, deswegen, warte, er hat zu mir gesagt gerade, du hast hier das halbe Ohr abgebissen, Sabine. Das ist kein Spaß, Sabine. Und das ist wirklich kein Spaß. Und du weißt ganz genau, dass sowas nicht in Ordnung ist, Sabine. Ich hab doch dafür sorgen, dass Sabine nicht mehr auf die Schule gehen darf. Was, ich möchte nicht, dass... Das geht nicht. Hören Sie mal, meine kleine Tochter, was soll das? Ich kann es verstehen, aber nicht... Können wir das auch unter uns so klären, die Sache? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, geht, ist in Ordnung. Wisst ihr was, ich rede mit meiner Tochter nochmal darüber und dann rufe ich sie wieder an, okay? Ich kann sie verstehen, es kann nicht sauer sein auf meine Tochter, aber ich muss irgendwie was klären hier, weil für mich ist die Geschichte auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich will sagen, dass ich nicht glaube, aber ich will mit meiner Tochter mal richtig reden, weil sie hat mir nur ein bisschen erzählt, nicht viel. Ja, dann lassen Sie sich mal von Ihrer Tochter alles erzählen. Okay, ich rufe sie nachher wieder an. Ihre Tochter hat meiner Tochter das halbe Ohr abgebissen in einem Streit. Das aber Paula? Warte mal. Aber Paula hat mich die ganze Zeit geärgert. Sie hat mich auch beleidigt. Dann raucht man sich mal, sieht man sich an den Haaren. Du kannst doch nicht meiner Tochter das Ohr beißen. Ja, die hat mich auch gekniffen. Sie hat dich gekniffen? Ja. Meine Tochter hat geschrien und du hast trotzdem weitergebissen. Das geht doch nicht, Sabine. Jetzt, ich bitte dich. Stell dich vor, meine Tochter würde dasselbe bei dir tun. Ganz kurz, ich bin ein bisschen aufgebracht. Ich rufe sie wieder an, ich kläre meine Tochter nochmal, okay? Kann ich sie wieder anrufen? Ja. Okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Sabine ist nicht wahr. Sabine ist im Krankenhaus. Weißt du, was heißt halbe Ohr, Sabine? Jetzt muss alles genäht werden. Was soll ich dir mal erklären am Telefon? Aber auch wenn sie dich ärgert, die mit dir streiten, dass du nicht weißt, Sabine. Wenn es deine Mutter wüsste. Oh. Wenn du das wüsstest. Ich rufe es mal an, weil ich hoffe, dich gleich an und sag dir, dass du weg bist. Ja! Pranking. Ey, ich habe mich erschrocken, ich schwör's dir. Sabine und halbe Ohr. Ja. So viel Kraft hat sie gar nicht in den Zähnen. Alter, ey, ich dachte mir schon so Blut und dann. Du bist ein richtiges Schwein, bist du schön, du Scheiße. Du, was machst du mit mir mit? Warte mal ab, du bist auch nochmal dran. Du bist auch nochmal dran. Na okay, alles klar, danke nochmal. Ne? Okay, ciao. Weißt du gleich auf der Seite? Spaß, hast du noch? Halb Ohr abgebissen oder was? So, hör auf jetzt damit. Geht her. Ich mach Schluss hier, jetzt Feierabend. So, geht her. Der ist gut, der ist gut. Jetzt. Das, kannst du den Schluss jetzt machen? Ja! So, Leute. Das, gehen wir kurz nach hinten. Das war's vom Video. Wenn euch das Video natürlich
gefallen hat. Und übrigens, Leute, ich habe die Kamera ganz weit hinten in der Kommode versteckt. Also das hat wirklich keiner gesehen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ciao, hab euch lieb. Erstmal, jetzt kommen noch schöne Grüße an Irina, Lena und Maya. Schöne Grüße an euch. Hab euch alle lieb. Tschüss.